Ich habe mich letztens versehentlich wieder mit meinem privaten Account in Fusion 360 angemeldet und habe mal wieder schmerzlicherweise feststellen müssen, dass die kostenlose Variante doch einiges an Einschränkungen hat. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal zu schauen, ob es denn für den privaten Bereich nicht eine gute Alternative gibt und bin in der Tat fündig geworden, nämlich mit Plasticity. Und genau das werden wir uns heute mal anschauen, was die Anwendung denn kann und vor allen Dingen, was sie nicht kann. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von makorama.de. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn überhaupt Plasticity? Nun, ganz einfach, Plasticity ist so eine Mischung aus Modeling-Software und CAD-Software. Der Hersteller selbst gibt das Ganze an als CAD-Software für Künstler, was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber okay. Und im Prinzip ist das eine NURBS-basierte Software. Wer jetzt fragt, okay, was ist NURBS? NURBS steht für Non-Binary B-Spline. Ja, okay, jetzt wissen wir viel mehr. Nein, im Prinzip arbeitet Plasticity in dem Sinne beim Modeling mit Kurven, während Software wie Blender zum Beispiel mal mit Polygonen arbeitet. Ich habe auf jeden Fall mir mal angeguckt und mal evaluiert, ob das Programm was für mich ist und habe dafür folgendes designt. Und das Ganze habe ich jetzt erstmal in Fusion 360 entwickelt und habe das Ganze dann später übertragen sozusagen. Als ich wusste, was ich genau wollte, habe ich das Ganze mal in Plasticity übertragen und geguckt, wie schnell bin ich denn in welcher Software, welche Features habe ich in Fusion, die ich in Plasticity nicht habe, oder welche Features habe ich in Plasticity, die ich in Fusion 360 nicht habe, und welche Features vermisse ich wo und was brauche ich eigentlich und was bringt mir den meisten Mehrwert. Fangen wir erstmal an mit was ganz Wichtigem, wo viele Leute wahrscheinlich danach fragen, ist erstmal der Preis. Bei Fusion 360 wissen wir alle, bezahlen wir einen jährlichen oder monatlichen Abo-Preis und das ist das, was viele davon abschreckt, überhaupt mal, naja, sich die kommerzielle Version sozusagen zu besorgen und wo viele sagen, okay, für mich reicht die private Version oder die kostenlose Variante vollkommen aus. Alles vollkommen verständlich, man muss für das Hobby nicht unbedingt mehr Geld ausgeben, als unbedingt nötig ist. Das kann ich voll und ganz verstehen. Bei Plasticity gibt es ein ganz anderes Modell. Dort bezahlt man die Software einmalig, einmal mit $99, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, für zwei Lizenzen auf dem Computer plus noch ein paar kleine Features. Und es gibt einmal eine für 299 US-Dollar, die hat dann noch mal ein paar Features mehr als die kleinere Variante. Aber man hat keine Abo-Gebühr, das heißt also, man bezahlt es einmal und kann es dann für immer nutzen. Und das finde ich schon mal insgesamt ziemlich genial. Und da muss ich sagen, das ist schon mal was ich mir auch von Fusion 360 wünschen würde, dass sie sagen, okay, wir bieten das Ganze im Hobbybereich nicht nur als kostenlose Variante an, sondern auch im Hobbybereich für kleine Creator entsprechend für kleines Geld an, dass man sagt, okay, ja, du darfst damit dann auch mal das ein oder andere Objekt, was du dir designt hast, wie sowas hier auf Etsy entsprechend verkaufen. Und dafür musst du dann nicht, keine Ahnung, 400, $500, $600, was die Dinger mittlerweile kosten, im Jahr bezahlen. Das lohnt sich für die ersten am Anfang erstmal, um reinzukommen, gar nicht. Und das schreckt schon mal viel ab. Da finde ich das Preiskonzept von Plasticity deutlich besser und deutlich angenehmer. Dann habe ich aber natürlich überlegt, okay, wie würde ich dann zum Beispiel mal so einen Teil designen? Also für alle, die jetzt sich fragen, was ist das überhaupt? Das ist ein Coffee Lifter. Also wir haben bei uns in der Kaffeemaschine im Büro das Problem, dass wir die kleinen Espresso-Tasten, wenn wir die drunter stellen, die Düsen nicht weiter nach unten regeln können. Und das heißt also, wir haben quasi so einen richtig schönen langen Wasserfall an Kaffee, der dann unten in die Tasse trifft, hoffentlich. Und um das dann entsprechend ein bisschen von der Zielgenauigkeit her zu verbessern, habe ich sowas hier designt. Das muss man sich jetzt nicht unbedingt aus Metall kaufen, sondern ich habe es einfach jetzt im Prinzip aus dem Rahmen noch aus PLA gedruckt. Da werde ich wahrscheinlich auch demnächst was aus ABS drucken, einfach damit es in die Waschmaschine passt. Und hier oben natürlich dann entsprechend ein PETG-Inlet. Das kommt dann auch irgendwann nochmal aus ABS, damit es waschmaschinenfest ist. Und das kann man hier schön über zwei Teile drucken, damit es auch wirklich komplett ohne Support und alles zu drucken ist. Und den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das runterladen. Oder wenn ihr sagt, okay, cool, das Ding brauche ich für meine Kaffeemaschine auch, packe ich euch auch noch einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr das Ding bei uns im Shop kaufen könnt, gedruckt natürlich. Und ich muss sagen, das war vom Design her, von der Überlegung her, nicht schwer. Wir haben jetzt hier erstmal, was ich angefangen habe, erstmal das große Hexagon. Ich habe mir dafür ein paar Parameter angelegt in Fusion 360. Und habe dann angefangen, erstmal also die Höhe, dann entsprechend die Dimensionen von dem großen Hexagon, von dem kleinen Hexagon, von dem Schämpfer, also von den Anschrägungen an der Kante und allem drum und dran. Und habe dann angefangen, erstmal hier in der Mitte die kleinen Polygonen zu designen, also die kleinen Hexagonen zu designen und daraus mir quasi ein Muster zu erstellen.
Und das geht in Fusion 360 eigentlich relativ einfach von der Anzahl an Handgriffen und von der Anzahl an Sketches, die man machen muss. Da bin ich mittlerweile Gott sei Dank relativ firm drin. Fusion 360 braucht da aber ein bisschen. Ja, also wenn man so ein Patternmuster gestaltet, dann geht natürlich hier ein bisschen was drüber, weil man das natürlich nur, was weiß ich, 20 in der Breite und 40 in der Höhe oder sowas entsprechend anlegen kann. Und dann steht natürlich hier ein bisschen was über, was man später natürlich irgendwie wegschneiden muss. Und da kommt Fusion 360, auch wenn man dann später nochmal ran muss und irgendwas anpassen muss, wie ich jetzt in dem Fall, kommt Fusion 360 wirklich schon ins Schwitzen und dann braucht es eine gewisse, naja, Zeit, um da wirklich das Ganze zu verarbeiten. Das mag es nicht so wirklich. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Jungs von Fusion 360 mal gerade für den 3D-Druckbereich von Autodesk entsprechend mal sagen, okay, wir optimieren das Ganze mal ein bisschen. Denn es geht deutlich schneller, das sehen wir bei Plasticity. Bei Plasticity gehe ich einfach hin und lege mir ein Pattern an. Da ist unten rechts in der Ecke ein kleiner Button. Also erstmal habe ich mir natürlich auch die kleinen Polygonen zurechtgelegt und habe dann unten einen kleinen Button, mit dem ich das Pattern erzeugen kann. Aber wir gehen noch mal einen Schritt vorher zu Plasticity, nämlich wie ich überhaupt die Parameter für das Hexagon entsprechend anlegen konnte. Und das ist ganz einfach beantwortet, gar nicht. Ja? Während ich für die Vierecke und für die Dreiecke und für die Linien, die ich zeichnen kann, immer schön unten links in der Ecke ein kleines Pop-up habe, habe ich genau für das Hexagon nur ein paar Shortcuts, die mir unten angezeigt werden, aber keine genaue Breite. Und ich kann die Dinger natürlich auch nur ungefähr über den Daumen, so was ich bis jetzt herausgefunden habe, gegeneinander ausrichten. Das heißt also, das ist dann eher Pi mal Daumen, während ich in Fusion 360 das Ganze wirklich über Constraints dann, also über Verbindungen und Verknüpfungen dann entsprechend richtig schön aneinander ketten kann, dass die Dinger halt wirklich bombenfest an der punktgenau an der richtigen Stelle miteinander sitzen. Da muss ich sagen, da ist mir Fusion 360 in der Hinsicht schon mal deutlich angenehmer, weil ich dort viel genauer und viel präziser arbeiten kann. Es ist aber halt die Frage, brauche ich es unbedingt im Privatanwenderbereich oder reicht es mir, wenn ich so grob arbeiten kann und es halt auch beim Druck später nicht wirklich auffällt. In Sachen Pattern muss ich sagen, wenn ich dann hingehe und mir dann so ein Pattern in Plasticity anlege, boah, die Performance wünsche ich mir echt von Fusion 360, weil das geht wirklich real-time und es macht wirklich richtig Spaß, das Ding einfach zu erstellen. Auch hier oben die Chamfers und sowas anzulegen, ist ultra schnell gemacht. Eine Extrusion oder so in Richtung, man braucht keine Tastenkombination, sondern man hat seinen Shape, seine Form entsprechend auf einer Fläche entsprechend skizziert und zieht die einfach nur nach oben und kann dann auch an der Kante die Kante auswählen und die dann reinfahren, dann wird es halt abgeschrägt und wenn man es rauszieht oder umgekehrt, dann wird es abgerundet. Also das ist wirklich von der Benutzerfreundlichkeit her so, wie ich es mir auch in Fusion 360 wünschen würde und nicht über irgendwelche Shortcuts oder ich muss oben über Untermenüs gehen und wenn dann da kein Shortcut belegt ist, dann muss ich mir selbst einen anlegen. Nein, das ist wirklich intuitiv und angenehm zu bearbeiten, das Ganze. Und da muss ich sagen, das macht richtig Spaß. Auf der anderen Seite fehlt mir bei Plasticity, wie eben schon erwähnt, zum einen die Parameter bzw. die Maßgenauigkeit. Zum anderen hat die Software auch noch ein paar Bugs, würde ich mal behaupten. Die ist jetzt momentan, während ich das Video drehe, in der Version 1.0.5, also noch richtig frisch, ganz frisch aus der Beta raus. Und da muss ich sagen, da sind noch ein paar Bugs drin, dass da zum Beispiel mal in den Pop-Ups, wo ich unten entsprechend die Maße einstellen kann, für ein Rechteck zum Beispiel mal, dann gebe ich die Maße ein, gehe zum nächsten Feld, für die Breite gebe das Maß ein und dann steht unten rechts, okay, drück Enter, damit das Ganze übernommen wird und wenn ich Enter drücke, passiert gar nichts, beziehungsweise wenn ich das bei den Linien mache, dann verschwinden die Linien, weil ich die nochmal mit, naja, einem Mausklick irgendwo auf der Fläche bestätigen muss. Das finde ich dann im Gegensatz zu den Anschrägungen oder zu den Fillets, die man dort entsprechend instant machen kann und die wirklich intuitiv sind, finde ich dieses Verhalten dann bei den Maßen absolut gar nicht intuitiv. Da würde ich mich freuen, wenn dann entsprechend die Entwickler da nochmal ein bisschen nachbessern. Aber ich kann sagen, gefühlt von der Zeit her habe ich das Teil in Plasticity generell schneller designt bekommen. Dafür ist es aber auch dann grundsätzlich nicht so genau designt wie in Fusion 360, weil ich dort natürlich erstmal die Parameter angelegt habe und dann mit diesen Parametern wirklich arbeiten konnte. In puncto Einlässe hier an der Seite zum Beispiel mal, ist das in Plasticity auch wirklich super einfach. Man geht einfach hin, wählt eine Oberfläche aus und drückt dann auf die Taste O in meinem Fall, was für Offset steht, also für
Abstand entsprechend. Und dann kann ich ganz einfach diesen Offset mit der Maus entsprechend, je nachdem, welche Richtung ich damit ziehe, kann ich das Offset einstellen und kann dann auch sagen, okay, ich hätte gerne nochmal hier für dieses Rechteck entsprechend ein Offset von so und so vielen Millimetern. Das kann ich dann auch wirklich über Parameter unten einstellen, dass ich sage, okay, das Offset soll jetzt für hier zum Beispiel mal, was weiß ich, 1-2 Millimeter betragen. Und kann dann von dort aus natürlich auch instant wieder extrudieren und die Kante entsprechend anschrägen. Das geht wirklich ultra schnell und braucht wirklich nicht viele Handgriffe, sondern es ist wirklich ruckzuck erledigt. Und es ist auch von der Performance her, muss ich sagen, jetzt auf meinem M1 Max entsprechend wirklich richtig schnell. Und auch das Pattern, wie schon gesagt, geht fast in Echtzeit. Das sind Sachen, die ich mir von Fusion 360 wünschen würde. Dafür habe ich aber in Fusion 360 auch nochmal Sachen, die ich bei Plasticity nicht habe. Zum Beispiel mal die Historie. Und das finde ich ist zum Beispiel mal ein großer Punkt, wo ich sage, okay, da würde ich mich im Ernstfall, wenn ich beruflich damit arbeiten müsste, würde ich mich gegen Plasticity entscheiden. Weil ich sage, okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch eine Änderung dran vornehmen möchte, weil ich sage, okay, hier die Anschrägung auf den Hexagonen oben auf der Decke, die gefallen mir nicht, weil ich beim Druck merke, okay, das sieht nicht so schön aus, dann müsste ich quasi bei Plasticity das komplette Teil hier nochmal im Prinzip neu designen, weil es halt einfach keine Historie gibt. Und ich dann, wenn ich Glück habe und die Datei noch offen habe, mit Command Z bei mir oder mit Steuerung Z entsprechend zurückspringen kann, bis zu dem Punkt, wo ich das gemacht habe. Aber wenn ich das gemacht habe und eine Änderung vorgenommen habe, kann ich nicht wieder nach vorne springen entsprechend, um dann alle Änderungen, die normalerweise danach kommen würden, nochmal einzublenden. Das geht leider nicht. Das ist ein Riesenvorteil, den Fusion 360 gegenüber Plasticity hat. Aber wenn das kleine Dateien sind, die ihr zum Beispiel mal für Etsy oder sowas in Richtung designen wollt oder auch für euch zu Hause, wo ihr sagt, okay, es kommt mir nicht auf den letzten Millimeter an oder ja, ich krieg so schnell designt, dass ich dann auch halt nochmal von vorne anfange, dann ist das definitiv eine Option für euch. Beziehungsweise, wer weiß, vielleicht werden sie das später nochmal einpflegen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es so eine Art Versionshistorie gibt. Ansonsten ist das Programm, glaube ich, wirklich einen Blick wert. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter verwenden und im Auge behalten, denn es macht richtig Spaß, vor allen Dingen, wenn es solche komplexen Muster sind, wie hier so ein Pattern, dann ist das auf jeden Fall eine deutlich bessere Alternative, weil ich das hier, naja, dreimal schneller designt bekomme, entsprechend als in Fusion 360 und mir das dann wirklich Zeit erspart. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Es hat euch hoffentlich ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, HODL'S THE LINE, Happy Printing und ciao.